Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Start in diesen Sonntag. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Denen es nicht gut geht, Kopf hoch. Ich habe die letzten Tage mit dem einen oder anderen per DM geschrieben und deswegen weiß ich, dass es dem einen oder anderen nicht so gut geht. Deswegen denkt immer dran, nach einem Tief kommt immer auch wieder ein Hoch. Was kommt hier jetzt auf euch zu? Vielleicht die Frage. Ich weiß es selber noch nicht. Ich hatte diese Idee in LA und zwar eine Art NBA-Magazin, so ein bisschen der Neuzeit mit Social Media, mit Twitter oder X mittlerweile, Instagram. Einfach, wo es nicht nur um Highlights geht, sondern wo wir über Skandale sprechen, Gerüchte, Highlights natürlich auch mit dabei sind, wo man die Woche so ein bisschen aufarbeitet und wo ihr dann am Ende sagen könnt, hey, ich weiß jetzt alles, was in der Woche abging. Ich werde heute sicherlich nicht alles mit dabei haben, weil die Woche war natürlich auch ein bisschen krass. Ich bin zurückgekommen aus LA, Jetlag und so weiter und so fort. Aber ich werde in Zukunft vielleicht sogar eine Mailbox einrichten, wo ihr mir dann einfach Vorschläge zusenden könnt und sagt, hey Max, das muss auf jeden Fall unbedingt mit rein. Schaut es euch einfach mal an, wie es euch gefällt. Lasst mir gerne Feedback da. Irgendwie fehlt sowas gerade in NBA Deutschland, ist meine persönliche Meinung. Deswegen probiere ich das heute einfach mal aus. Und wir starten direkt, aber muss auch sagen, es ist auch eine ziemliche Steilvorlage. Also was die letzten Tage alles abging mit Embiid und Jackson Hayes und Winsanity, Jersey Retirement, womit wir jetzt gleich reingehen. Also es ist auf jeden Fall einiges los gewesen. Und wir fangen jetzt aber erstmal mit etwas Positivem an. Und wenn ich ihn schon sehe, er ist für mich eine absolute Legende. Und es ist ohne Zweifel, dass er das sowas von verdient hat. Ist es vielleicht das legendärste Trikot, das es jemals gab? Dieses Raptors-Jersey, dieser Dunk, diese Farbkombi. Ich glaube, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey Max, du kannst dein Wohnzimmer nur mit einem einzigen Utensil dekorieren, dann wäre es wahrscheinlich genau das, Mann. Ja, da fließen die Tränen. Ein unglaublich toller Spieler, der einer der größten Athleten ever war in der NBA. Also ich würde behaupten, bis heute ist Vince Carter der beste In-Game-Dunker, den es jemals gab. Ah, schön. Richtig, richtig geil. Und ich finde das auch immer schön, wenn man dann auch einfach seine Gefühle rauslässt. Das bedeutet ihm, glaube ich, mega, mega viel, was Vince Carter damals für die Raptors gemacht hat. Also vor allen Dingen, wenn es um die Aufmerksamkeit ging. Also eine Franchise in Kanada, die kaum irgendwelche TV-Games bekommen hat. Gar keine National-TV-Games bekommen hat. Das kam dann erst so Step by Step. Und deswegen, ja, seine Dunks sind absolut legendär. Gucken wir ein bisschen drauf. Natürlich auch DeMar DeRozan in der PK hat sich geäußert. Hören wir da einmal ganz kurz rein. Auch er hat, glaube ich, gesagt, ein riesengroßes Vorbild für ihn. You know, that was one of my favorite players growing up. You know, I think I said this before. I remember in LA waking up at 9 o'clock in the morning on the weekends watching those early games on ABC. You know, the excitement that he brought to the game. He was electric in so many ways. Ja, das ist es. Er hat einen einfach fasziniert, elektrisiert. Diese Dunks, diese Art und Weise, wie er gespielt hat, das war besonders zur damaligen Zeit echt einzigartig. So being a fan of his first and being able to gain a relationship with him throughout my playing career to see now, you know, he definitely meant a lot, especially with me getting drafted here. You know, that was something I try to just model and bring the excitement and appreciation back for basketball, you know, what I came here because of Vince. Ja, schöne Worte. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass DeMar DeRozan bei den Kings spielt. Ich bin aber happy, ich habe DeMar DeRozan jetzt auch mal live gesehen in L.A. Da haben die Lakers ja gegen die Kings gespielt. Auch ein sehr, sehr beeindruckender Spieler. Dann gab es noch einen negativen Kommentar von Drake, den er sich meiner Meinung nach komplett hätte sparen können. DeMar, in tonight's broadcast, Drake said, if you ever put up the DeRozan banner up, I'll go up there and put it down myself. What's your reaction to that? Well, he gonna have a long way to climb to take it down. So, tell him good luck. Ja, sag ihm viel Glück. Also Drake hat in einem Broadcast gesagt, wenn sie jemals das Jersey von DeMar DeRozan unter die Hallendecke hängen, dann klettert er höchstpersönlich hoch und nimmt es runter. Nein, ja, natürlich hat DeMar DeRozan mit den Raptors nie den Titel gewonnen und hatte leider auch immer irgendwie LeBron
im Weg, um dann wirklich den ganz, ganz großen Schritt auch Richtung Finals zu schaffen. Aber mich würde das wundern, wenn DeMar DeRozan das nicht irgendwann mal bekommt. Ja, LeBron James hat auch gratuliert. Congratulations, Winsanity. Das wollte ich noch einmal ganz kurz mit reinnehmen. Zwei absolute Legenden. Mal schauen, wann wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo auch LeBrons Jerseys retired werden. Wahrscheinlich dann irgendwann 2030 oder so. Dann gucken wir ein bisschen kurz auf Highlights von heute Nacht. Es gab einen absoluten Traumpass von Giannis. Ich kann mich an dem gar nicht satt sehen. Schaut ihn euch bitte selbst an. Das ist so... Damn it! Was für ein Traumpass. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Ein Pass, den du so normalerweise wirklich jetzt ohne Witz bloß von Jokic bekommst, von Doncic und eigentlich würde ich sagen von sonst niemandem mehr. Fällt euch noch jemand ein? Vielleicht noch LaMelo oder Trae Young oder so, aber ja, eher Jokic, Doncic würde ich behaupten. Dann, er hört nicht auf. Was zur Hölle ist bitte los mit Buddy Hield? Dieser Typ ist im absoluten Beast-Mode. Und hört einfach nicht auf, einen Dreier nach dem anderen zu splashen. Mittlerweile muss man echt sagen, dass der Stretch schon so lang ist, dass, ich weiß nicht, ob ich Buddy Hield schon mal so konstant gesehen habe. Die Warriors setzen ihn unglaublich gut ein, das Ganze auch noch ohne Stephen Curry aktuell, der ja verletzungsbedingt raus ist. Und so ist Buddy Hield gerade eben einfach der absolute Go-To-Guy bei den Warriors. Er macht seine Würfe rein, er trifft seinen Catch-and-Shoot-Dreier mit Quoten, die jenseits von Gut und Böse sind. Und ja, so ist es da aktuell der Topscorer, der ja, ich mach mal hier kurz Pause, weil ich habe euch jetzt weder einen Spoiler gegeben zu Bucks gegen Cavs noch zu dem Spiel hier. Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht. Und bevor ihr jetzt sagt, oh, noch ein Kanal etc., lasst mich erstmal erklären. Es ist ein reiner Reaction-Kanal. Wenn jemand Lust hat, geht gerne rüber, abonniert den Kanal. Es wird auf diesem Kanal nur Reactions geben. Warum habe ich das gemacht? Weil ich schon immer vorhatte, einfach mal eigentlich jeden Tag mal zwei Reactions rauszuballern. Es würde allerdings meinen Max-Sports-Kanal komplett zumüllen. Und auf dem 2K-Kanal ist eh schon so viel los, dass es dort auch nicht reinpasst. Deswegen habe ich gesagt, ich mache den einfach auf als NBA Flash, weil das einfach zack, immer natürlich nur aktuell ist. So nach zwei Tagen interessieren die Reactions schon gefühlt wieder keinen Menschen mehr. Es ist aktuell sehr, sehr schwer zu finden, dieser Kanal. Deswegen packe ich euch den Link mal unten rein in die Videobeschreibung und auch als Kommentar angepinnt. Wenn euch das gar nicht interessiert, kein Problem, wir machen jetzt sofort weiter, wenn ihr sagt, hey, cool, Reactions. Ich versuche es immer relativ spoilerfrei zu halten. Also war auch was ist mit Buddy Hield los? Rockets holen 30 Punkte auf. Aber reicht das auch? 30 Punkte aufgeholt? Haben sie das Spiel auch gewonnen? So, ich versuche es immer so zu formulieren, dass man eigentlich nicht gespoilert wird. Genau, deswegen schaut da gerne vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mittlerweile schon 374 Abos und ich habe den Kanal erst gestern gestartet. Okay, dann... Tristan da Silva hat seinen zweiten richtigen Einsatz bekommen bei den Orlando Magic. Leider muss man auch sagen, sicherlich dadurch bedingt, dass Paolo Banchero erstmal raus ist. Der hat einen, Gott, auf Deutsch übersetzt, ich glaube Oberschenkelriss, oder? Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es nicht stimmt. 17 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 6 von 8, 3 von 3, 2 von 3. Und wisst ihr, was das bedeutet? Also außer heute Nacht hat irgendein anderer Rookie so krass performt, aber ich glaube nicht. Es ist aktuell, glaube ich, der höchste Score von einem Rookie in dieser Saison. Also die Rookie-Class ist wirklich absolut wild. Keiner ist bisher so richtig angekommen, egal ob ein Risa Shea, ein Saar, ein Shepard bei den Rockets, hat noch überhaupt nicht stattgefunden. Ime Udoka gibt ihm kaum Minuten. Also das ist eine Rookie-Class, die ja am Ende dann doch das ist, was wir auch alle dachten, einfach eher unterdurchschnittlich. Machen wir weiter mit Sir Victor Wembanyama. Seid ihr bereit? Nas Reed? Bum, bum. Und danach erstmal Gobert. Nein, not in my house. Und es wird noch wilder. Also, das sind schon zwei Aktionen, wo ich sage, sehr, sehr nice. Aber dieser Step-Back-Dreier, da denkst du dir halt einfach wirklich nur noch, was ist das
Was ist das für ein Mensch? Ist es überhaupt ein Mensch? Boom, angefaked, step back. Step back. Ich muss mir nochmal anschauen. Und ich könnte es mir sogar nochmal anschauen und nochmal anschauen und nochmal anschauen. Man muss sagen, Wemby bisher in der Saison noch nicht zu 100% angekommen. Vor allem offensiv hat bisher wirklich keine guten Quoten. Muss noch ein bisschen schauen, dass seine Shot Selection noch besser wird. Aber ja, er heute Nacht hat man wieder gesehen, was für ein Talent er da mitbringt. Das ist einfach wirklich verrückt. Gut, Nachricht von Shams. Und zwar Embiid hatte ich übersetze einfach gleich auf Deutsch für euch, eine Auseinandersetzung mit einem Kolumnist. Auf Deutsch, genau richtig. Nach dem Spiel, und zwar hat Embiid sich aufgeregt, dass, weiß gar nicht, wer war denn überhaupt der Schreiber, mit dem er sich jetzt da angelegt hat? Na, muss ich gleich noch gucken. Er hat sich darüber aufgeregt, dass er quasi über seinen verstorbenen Bruder und seinen Sohn geschrieben hat. Ich habe nicht gefunden, was genau der Kolumnist da geschrieben hat, aber auf jeden Fall Embiid hat ihn angegangen, hat ihn geschubst, er hat ihn nicht geschlagen. Shams hat das auch nochmal irgendwo, also live auch bei ESPN nochmal gesagt, es fiel kein Schlag, aber er hat ihn auf jeden Fall geschubst und hat gesagt, ey, wenn du das nochmal machst, dann wirst du mich von einer ganz anderen Seite kennenlernen und ich werde dann auch die Konsequenzen tragen. Also Embiid war da unglaublich sauer. Genau hier, Marcus Hayes, the next time you bring up my dead brother and my son again, you are going to see what I'm going to do to you and I'm going to have to live with the consequences. Genau, das war das, was ich euch noch rausgesucht habe. Gibt es natürlich kein Videomaterial dazu. Kann Embiid verstehen, dass er da sauer ist. Die letzten Tage ist es aber wieder, Embiid ist natürlich verletzt. Dann hat er gesagt, hey, ich schulde dieser Stadt hier gar nichts. Ich habe mir den Arsch aufgerissen für euch. Embiid hat, glaube ich, immer ein großes Problem. Er sagt immer alles in so einer Art und Weise, die einfach nicht gut ankommt. Und deswegen ist er auch einfach unbeliebt. Und ich glaube, Embiid nervt es auch, dass er unbeliebt ist und dass er wegen allem angegangen wird. Es fehlt einfach die Balance. Es fehlt auch bei uns die Balance in der Community. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich bin auch nicht mehr der große Joel Embiid-Fan, bin ich ganz ehrlich. Ich mag immer noch seine Art und Weise, wie er spielt. Aber so vom... Ich bin einfach nicht mehr der krasse Fan wie noch vor 2 Jahren. Aber trotz allem finde ich, manchmal fehlt so ein bisschen, dass die Leute es richtig einordnen. Embiid macht Fehler, egal ob jetzt hier in dem Fall oder auch, wenn es darum geht zu sagen, ey, ich schulde euch gar nichts. So, auch da muss man immer ein bisschen, ja, wie man das formuliert. Und auf der anderen Seite machen die anderen natürlich auch Fehler. Wenn Marcus Hayes dann natürlich seinen toten Bruder und seinen Sohn da irgendwie mit integriert, dann darf man sicherlich auch die Frage stellen, ob das unbedingt sein muss. Gut. Dann, Ataman hat sich geäußert und zwar hat gegen die Celtics geschossen. Celtics, ihr seid keine World Champions, ihr seid NBA Champs. Panathinaikos sind die Euroleague Champions. Wenn ihr die World Champions sein wollt, dann kommt, spielt gegen uns, schlagt uns und dann okay, seid ihr World Champions. Nein, Ataman, dann seid ihr immer noch keine World Champions und die Celtics auch nicht. World Champions sind aktuell wir, Deutschland. Und dabei bleibt es auch, also diese Diskussion. Ist, glaube ich, absolut unnötig. Trotz allem ist es ein bisschen viral gegangen, die letzten Tage. World Champion ist der, der die Weltmeisterschaft gewinnt. Gut, haben wir das auch einmal geklärt. Dann habe ich, seid ihr bereit? Kyle Anderson mit einem typischen Kyle Anderson Bucket und jetzt achtet auf Stephen Curry. War einfach lustig, habe ich mir gedacht. Möchte ich unbedingt mit reinnehmen. Ich hoffe, dass Steph einfach bald wieder mit dabei ist. Für mich ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich liebe Stephen Curry einfach. Das ist für mich ein All-Time-Great, dem ich am liebsten noch die nächsten 15 Jahre zusehen würde. Das wird leider nicht so sein. Aber ja, dachte ich mir, das suche ich euch einmal raus. Dann bleiben wir gleich bei den Warriors. Draymond. Also ihr kennt ja die Thunder, die stellen sich ja nach dem Spiel immer hin in der Gruppe PK, nicht PK, sondern Interview und machen dann immer dieses ruff, 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 ruff. Und Draymond, they want to hear your thoughts, they don't want to hear when 7 guys in the back are ruff, 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 ruff. Und ich denke mir nur so, das nächste Mal, wenn ich gegen die Warriors spielen würde, ich würde bei jedem Bucket würde ich Richtung Draymond machen, ruff, 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 ruff. Ey, lass die Jungs doch einfach ihren Spaß haben. Das ist das jüngste Team der Liga. Die sind gut drauf. Die haben eine geile Team-Chemistry.
Und ja, Draymond ist sowieso, er hätte es auch gesagt, ich glaube vorgestern, den ganzen Sommer habe ich bloß gehört, wie die Leute über Chet und Wemby reden. Wollen wir aber nicht Draymond vergessen. Ne? Ich denke mir so, Alter, du interessierst gerade keinen Menschen, Mann. Du bist eigentlich immer nur interessant, wenn du irgendjemanden auf die Fresse haust oder irgendeine Scheiße baust. So, spiel einfach bei den Warriors dein Ding und sei einfach leise. Sorry, muss ich mal ganz kurz meine persönliche Meinung mit reinbringen. Und Draymond, nur für dich, ruff, 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 ruff. Wirklich, ohne Scheiß. Lass die Jungs einfach machen, worauf sie Bock haben. Gut. Kommen wir zu einem leider wieder ernsteren Thema. Und zwar ist ein Video aufgetaucht gegen Jackson Hayes. Es geht wieder um das Thema häusliche Gewalt. Wir gucken uns jetzt nicht diesen kompletten 5 Minuten 28 Clip an. Den gibt es überall, egal ob auf Instagram oder auf Twitter. Aber wir schauen auf jeden Fall mal ganz kurz rein in die ersten 30 Sekunden und dann auch am Ende, wenn sie dann rausgehen. Ganz kurz, das Ganze ist 2021 passiert und wird jetzt wahrscheinlich nochmal aufgerollt gegen Jackson Hayes von den Lakers. Ja, sie sagt halt mehrmals zu ihm, stop, was ist dein Problem? Sie läuft dann weg von ihm und sagt ihm auch, fass mich nicht an. Das Ding ist halt, was willst du gegen einen 2 Meter 13 Typ machen. Sie kommen dann beide wieder raus. Sie sagt dann, lass mich gehen, hör auf. Ich kann euch sagen, dass hier keine Schläge fallen oder irgendetwas in diesem Video. Aber dass sie halt schon relativ klar sagt, hey, hör auf, lass mich in Ruhe. Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann auch rausgehen. Ein Freund kommt dann auch noch mit raus, aber gut, was will der machen? Sagt, ich rufe die Cops. Ja, sie sagte, ich lass dich nicht mich nochmal schlagen. Ja, die NBA wird sich das angucken. Wollt ihr meine ehrliche Meinung wissen? Da wird nicht großartig irgendetwas passieren. Die NBA wird vielleicht eine Strafe verhängen, aber denkt einfach mal nur zurück an Miles Bridges, was da passiert ist und wie seine Frau aussah. Und Miles Bridges ist auch wieder in der Liga. Ich kann einfach nur sagen, man schlägt generell keine Menschen. Egal ob männlich oder weiblich. Es ist, wenn man sagt, okay, man ist an dem Punkt, dass man so sauer ist aufeinander, dass man am liebsten zuschlagen würde, dann geht auseinander. Aber ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben einfach noch nie irgendjemanden geschlagen und Frauen schlägt man sowieso nicht und Männer untereinander ist auch irgendwie, ja, ist nur meine persönliche Meinung. Unschöne Geschichte. Jetzt wird das Ganze natürlich untersucht von der NBA. Weiß nicht, inwieweit die Polizei da auch nochmal mit involviert sein wird. Ich will einfach hier in diesem Format, ich will keine unangenehmen Themen aussparen in Zukunft. Egal, ob das Rassismus ist, Politik, sowas wie das hier. Deswegen gehört das einfach mit rein. Mehr kann ich leider aktuell dazu nicht sagen. Man sieht in diesem Video nicht, dass er sie irgendwie schlägt oder sonst etwas. Deswegen muss man einfach abwarten, was da am Ende dann jetzt rauskommt. Ich will es einfach nur einmal mit reinnehmen, weil es natürlich auch eventuell Konsequenzen haben könnte für seine Karriere bei den Lakers. Gut, dann haben wir noch, da kann man fast sagen, das war definitiv ein Attentat, was hier verübt wurde. Grant Williams. Tatum the rebound. He discarded LaMelo. He got crushed by Williams. Gegen Jason Tatum. Look out. Former teammates. Also, ich habe das auch live gesehen und habe mir gedacht, was geht mit ihm ab? Ja, wurde dann auch ejected, vollkommen zu Recht. Wollte es einmal nur ganz kurz mit reinnehmen, hat von allen Seiten dann einen Backlash bekommen, sogar teilweise von seinen Teammates. Jaylen Brown hat auch gesagt, ey, Junge, alles okay, alles gut bei dir. Ja, muss nicht sein. Ich glaube, man sieht hier ganz klar, es hat nur ein einziges Ziel, und zwar Jason Tatum hier komplett abzuräumen. Muss echt nicht sein. Okay, und dann gucken wir zum Ab... vielleicht noch ganz... Spoilerwarnung? Ja? Spoilerwarnung, ich versuche das am Ende ganz kurz so zu cutten, dass ihr es jetzt nicht gesehen habt. Wir gucken jetzt gemeinsam auf die Standings. Und zwar, die Oklahoma City Thunder stehen bei 6-0 und bleiben damit ungeschlagen, genauso wie die
Cleveland Cavaliers auf der anderen Seite. Dann die Phoenix Suns und die Golden State Warriors stehen beide bei 5-1. Die Lakers stehen bei 4-2. Mavs bei 3-2. Die Grizzlies bei 4-3. Dann jeweils ausgeglichen gleich 6 Teams. Die Spurs, Timberwolves, Rockets, Kings, Nuggets, Pelicans. 2-4 stehen die Clippers. 2-5 die Blazers. Und ja, die Utah Jazz versuchen jetzt schon Tanking zu betreiben für Cooper Flagg. Gucken wir noch rüber in den Osten. 7-0 für die Cavs. 6-1 für die Celtics. 3-2 für die Knicks. Übrigens auch das war ein absolut krasses Spiel. Die Celtics gegen die Pacers. Empfehlung für euch, falls ihr euch das noch nicht angesehen haben solltet. 3-2 für die Miami Heat. 3-3 für die Bulls und für die Magic. Genauso wie für die Brooklyn Nets. Das spielt ja gerade eben Dennis Schröder auch sehr, sehr gut. Auch wenn im letzten Spiel es wieder ein bisschen normaler war. Die Wizards stehen bei 2-3, Hawks bei 2-4, genauso wie die Hornets und die Pacers 2-5 für die Raptors. Ja, und dann hier unten die Sixers und die Bucks mit dabei. 1-4 und 1-5 und die Detroit Pistons stehen auch bei 1-5. Ja, das war die erste Ausgabe. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir mal überlegen, wie ich das Ganze irgendwie verpacke, nenne, Thumbnail und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei euch ganz gut ankommen könnte, aber vielleicht täusche ich mich auch. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare, sachliche Kritik. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann schaut gerne auf meinem anderen Kanal vorbei, den ich jetzt aufgemacht habe, nbaflashreactions.com. Nur Reactions, falls das für euch was ist, wo ihr sagt, hey, ich schaue mir lieber Highlights an mit jemandem, der ein bisschen was dazu sagt, drüber kommentiert, dann könnte das, glaube ich, für euch was sein. Genau, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao.